Hallo, ich begrüße dich zu meinem kleinen Video. Heute möchte ich dir zeigen, wie du deinen YouTube-Kanal aufpeppen kannst oder verändern. Das heißt, der eine oder andere, so wie ich, hat schon viele, viele Videos drinnen. Ich glaube, insgesamt habe ich schon über 360 Videos und natürlich, die Beschreibungen passen nicht immer. Wenn ich wieder ein älteres Video öffne, habe ich immer Links drinnen, wo nicht mehr passen, wo nicht mehr aktuell sind und natürlich, die stören dann, wenn sich ein User ein altes Video ansieht und den Button drücken will, funktioniert dann nicht mehr. Zum jedes Video einzeln aufzurufen und das auszubessern, sehr mühselig, sehr viel Zeitaufwand. Dann habe ich hier die Lösung, wie das ganz kurz und schmerzlos geht. Ja. Wie funktioniert das Ganze? Ich möchte dir das anhand meines Kanals zeigen. Also hier habe ich meinen Kanal gestartet und hier sieht man dann die blauen Buttons, Kanal anpassen, YouTube Studio Beta. Ich zeige es dir in der Beta-Version, wie das funktioniert. Natürlich, der eine oder andere benutzt lieber die Classic-Version, da funktioniert es genau dasselbe. Aber ich möchte dir es in der Beta-Version zeigen. Ich arbeite fast nur noch ausschließlich in dieser Beta-Version. Also hier dann diesen Button öffnen. Ja. Sollte sich jetzt natürlich die neue Seite aufladen, tut es auch. Und hier sehen wir dann im Dashboard, in der Beta-Version. Hier ganz unterhalb, wenn du das noch nicht kennst, in Create Studio Classic kannst du in die andere, in die ältere Version umwechseln. Der eine oder andere tut sich hier leichter. Aber ich zeige es dir hier. Hier ist in den linken Reiters kann man dann die Videos aufrufen. Hier dann über diesen Button soll sich dann deine Video Edition aufmachen. Und hier dann folgend machen. Hier Videos anklicken. Dann hat es jetzt hier nur 30, je nachdem was du eingestellt hast, wie viele Videos du auf einer Seite hast, ausgewählt. Aber hier solltest du dann alle auswählen. Also alle Videos ausgewählt, sollte dann hier stehen. Ja, in der Classic-Version ist es ein bisschen einfacher. Aber dann, hier kannst du dann deine Videos bearbeiten. Hier hat man die Möglichkeit, dann Sachen ändern. Hier kannst du alles ändern. Jetzt, wir machen wollen ja nur die Beschreibung in den einzelnen Videos verändern. Hier über diesen Button ist das möglich. Hier kann man dann noch Tags, Sichtbarkeit, andere Sachen, Einbettungscode, die Titel könnte man ändern. Natürlich, wenn ihr das natürlich, ich weiß nicht, habt das noch nicht ausprobiert, das ist das nächste, was ich mehr machen will. Aber ich denke mir, hier kann man nur einen Titel dann eingeben, hast du natürlich auf jedem Video denselben Titel. Das bringt ja das auch nicht, was man will. Hier muss man dann einzelnen aufrufen, wo es ein bisschen zusammenpassen und den Titel so kombinieren. Ja, aber mir geht es um diese Beschreibung. Hier hast du dann die Möglichkeit über diesen kleinen Pfeil, das Öffnen. Hier hat man die Möglichkeit etwas anhängen, entweder ganz am Anfang. Du hast ja vielleicht schon einen Text drinnen irgendwo und möchtest nur einen Teil anhängen, also am Anfang, also vor diesem Text oder nach diesem Text. Oder hier, wie hier gezeigt wird, alles ersetzen. Ja, oder komplett entfernen, dass alles leer wäre. Aber ich mache jetzt zum Beispiel, benutze das alles ersetzen. Dann habe ich hier ein Feld, wo ich meinen Text eingeben kann. Ich habe den mir in einem Editor bereitgestellt, was ich hier einfügen möchte. Ganz einfach hier den Copy und Paste. Dann kann ich hier diesen Text einfügen. Ja, kontrolliere dann vielleicht noch einmal, ob alles passt oder ob alles richtig geschrieben ist. Ich habe vorher gerade das schon mal probiert und habe jetzt einen Fehler entdeckt und den möchte ich jetzt wieder einfach aktualisieren. Dann Videos aktualisieren. Hier fragt er dich nochmals ab, ob du das wirklich möchtest, weil nach diesem Aktualisieren ist es nicht mehr möglich, rückgängig zu machen oder man schreibt es wieder komplett über alle drüber oder vereinzelt. Dann nur für welche Videos, wo ich denn die Änderung haben will. Ja, ich verstehe, welche Auswirkungen diese Aktion hat. Das muss man anhaken. Dann heißt es Video aktualisieren. Ne? Dann dauert es ein bisschen. Hier kommt eine Meldung.
Videos werden aktualisiert, du kannst die Seite verlassen, später weitere Bulk aktualisieren und durchführen. Also momentan kannst du jetzt nichts machen. Es dauert circa 2-3 Minuten, ist nicht allzu lange gedauert. Obwohl ich schon diese fast 400 Videos habe, hat es, glaube ich, 2-3 Minuten gedauert. Ja, genau. Anschließend gehe ich wieder zurück auf meinen Kanal, kommt weiteres. Schauen wir mal, ob sich schon was geändert hat. Ja, sie ist da, meinem ersten Video. Hier, mein Standardvideo. Hier kann ich mehr Infos aufsuchen. Dann hat man sich dann. Macht jetzt Schluss. Alles drinnen, was ich haben will. Alles neu. Ja? Neu meistern, ja. Und dann kann man natürlich auch Texte für verschiedene Winkel vorab einhängen, dass man das wieder hat wie früher. Also weniger Zeitaufwand, wie jetzt einzelne Video anzuklicken und bearbeiten, ist ja sehr mühselig. Für die, die natürlich viel Videos drinnen haben, eine sehr Erleichterung. Ja, ich hoffe, es hat dir das Video gefallen. Abonniere meinen YouTube-Kanal, wenn dich mehr interessiert. Benutze die Glocke, dass du auch benachrichtigt kommst, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Würde mich freuen, dich in meinem Team oder irgendwo in meinem YouTube-Kanal begrüßen zu dürfen. In dem Fall wünsche ich dir einen schönen Tag. Dein Heinz.